Ripple verkauft in erster Linie Blockchain-Produkte an Banken. Aber warum macht Ripple das? Das wollen wir uns in unserem heutigen Video näher anschauen. Und damit herzlich willkommen auch zu unserem neuen YouTube-Kanal Crypto Report. Und bei uns geht es wie immer um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, Ripple gibt es seit 2012, wurde von Webentwickler Ryan Fugger und zwei anderen Leuten mitgegründet, unter anderem Chad McCaleb, der inzwischen ja Stellar, die Kryptowährung Stellar, weiterentwickelt. Und Ripple ist also dieses quelloffene Zahlungsnetzwerk. Also Ripple ist keine Blockchain, sondern im Prinzip eine Liste aus unendlich vielen Transaktionen. Und zwar, die Transaktionen werden durch sogenannte Validatoren bestätigt. Bis jetzt war es so, dass Ripple einen Großteil dieser Validatoren selbst betrieben hat. Inzwischen ist es aber so, dass die Dezentralisierung hier auch bei Ripple weiter voranschreitet. Und was ich zuletzt gelesen habe, ist, dass Ripple nur noch 21% oder so dieser Validatoren bzw. Rechner oder Nodes selber betreibt, die wir praktisch Transaktionen verifizieren bzw. bestätigen. Und das ist natürlich schon ein gewisser Fortschritt, und damit kann man eigentlich nicht mehr sagen, ja, das ist dieser dezentralisierte Bankencoin und so weiter. Das ist so eigentlich nicht mehr der Fall. Und SWIFT ist eigentlich der Konkurrent zu Ripple. Und SWIFT, dieses Interbankensystem, wenn man sich das genau anschaut, ist eine Entwicklung aus den 1960er Jahren, also Anfang der 1970er Jahren entstanden und eigentlich überhaupt nicht ausgelegt für dieses moderne E-Commerce-Zahlungssystem, das wir eigentlich weltweit benötigen. Denn SWIFT ist eigentlich nichts anderes als ein Nachrichtensystem, an dem über 10.000 Banken weltweit angeschlossen sind und sich hier praktisch austauschen, wer wann wie viel Geld wohin verschickt. Und das läuft eigentlich so, dass hier praktisch nichts anderes als FTP-Dateien hier einmal am Tag praktisch hier hochgeladen werden, auf einem Server hochgeladen werden und damit aktualisiert werden. Und das Problem ist hier natürlich, dass dieses System relativ langsam ist und eine SWIFT-Überweisung dauert hier 3 bis 4 Tage, bis diese am anderen Ende der Welt sozusagen, wenn ich jetzt eine grenzüberschreitende Zahlung habe, dauert 3 bis 4 Tage, bis die am anderen Ende der Welt ankommt. Und das ist natürlich eigentlich ein untragbarer Zustand, wenn ich heute PayPal und so weiter habe, Echtgeld, Echtzeitüberweisungen und so weiter habe, wo ich hier praktisch meine Transaktionen binnen Sekunden bestätigt haben möchte. Und und hier ist natürlich der Vorteil von Ripple da, dass ich hier praktisch Transaktionen innerhalb von 3 bis 4 Sekunden abwickeln kann und bestätigen kann, und zwar grenzüberschreitende Transaktionen zu minimalen Kosten. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und wie Ripple das genau macht, das schauen wir uns jetzt an. Denn Ripple hat genau hier 3 Produkte, die hier dieses Problem lösen sollen, also dieses Problem der langsamen Überweisungen und vor allem dieses Problem, dass ich heute in jedem Land mein eigenes Bankkonto haben muss, denn dieses Problem taucht vor allem durch das SWIFT-System auf. Und zwar, hier ist es nach wie vor erforderlich, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin und hier zum Beispiel nach Australien Geld schicken möchte oder hier Geschäfte in Australien mache, dann brauche ich hier praktisch ein Konto in lokaler Währung. Wenn ich in Russland Geschäfte machen möchte, brauche ich ein Konto in lokaler Währung, sprich Rubel. Wenn ich jetzt Geschäfte in der Türkei machen möchte, größere Geschäfte, dann brauche ich hier wiederum ein lokales Bankkonto mit dieser türkischen Lira drauf. So, und damit sind praktisch Finanzressourcen oder Geld gebunden. Und ich habe natürlich hier auch das Währungsrisiko. Wenn jetzt der russische Rubel oder türkische Lira hier stark an Wert verliert, dann habe ich hier ein Wechselkursrisiko. Und genau dieses Problem möchte Ripple im Endeffekt mit 3 Produkten lösen. Und zwar sind es Xcurrent, Xrapid und Xvia. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an.
xCurrent ist das erfolgreichste Produkt von Ripple. Und zwar wurden im Jahr 2017 bereits ein Volumen von über 1 Milliarde Dollar abgewickelt über xCurrent. Und xCurrent ist nichts anderes als ein Backend-System, sozusagen eine Software mit integrierten Messenger, wo sich Banken praktisch austauschen können, wer wohin Geld überweist und wie viel und so weiter. Und xCurrent macht nichts anderes, als die Zahlung zu koordinieren, und zwar schon vorher, bevor diese Zahlung überhaupt angestoßen wird. Und der Clou dahinter ist, wenn ich jetzt eine Zahlung über xCurrent verschicke, kann ich hier zum Beispiel Euro reingeben und am anderen Ende der Welt kommt es sozusagen in US-Dollar an. Das gleiche ist natürlich auch umgekehrt. Wenn ich von Amerika nach Deutschland eine Überweisung schicke, wird US-Dollar abgeschickt, ich bekomme aber das Geld dann in Euro gutgeschrieben, zum Beispiel 500 Euro zum Beispiel. Und das ist das, was eigentlich xCurrent berechnet. Also die Software koordiniert, schaut, wo ist die Liquidität und berechnet auch die Gebühren schon, bevor die Zahlung überhaupt angestoßen wird. Und wenn das Ganze erledigt ist, das Ganze ist binnen Sekunden passiert ist, dann wird hier praktisch nochmal bestätigt, dass die Zahlung binnen Sekunden abgewickelt worden ist. Also es dauert hier nicht mehr Tage wie jetzt im SWIFT-System, sondern das funktioniert innerhalb von ein paar Sekunden. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum brauche ich jetzt noch xRapid? Das ist ganz einfach, weil in xCurrent kann ich zwar Fremdwährungen verschicken, es spielt hier praktisch keine Rolle, ob ich jetzt Peso reingebe ins System und am anderen kommt es in Australdollar an oder so, oder Hongkongdollar, egal, das ist hier kein Problem. Aber wenn ich hier Kryptowährungen versenden möchte, dann brauche ich xRapid. Und zwar, wenn das jetzt so ist, dass ich hier 500 US-Dollar abschicke und mein Partner möchte jetzt aber Bitcoin am anderen Ende der Welt haben, dann brauche ich xRapid, also XRP. XRP, die Kryptowährung von Ripple, funktioniert praktisch als Intermedium, also als Zwischenspeicher, der den Wert transferiert. Das bedeutet, ich gebe hier eine Währung rein, wie zum Beispiel den US-Dollar. Das Ganze wird dann in XRP gewechselt. Das Ganze funktioniert in weniger Sekundenbruchteile, kann man sagen. Dann transferiert und am anderen Ende der Welt, der Kunde kann dann entscheiden, was ich haben möchte, möchte ich hier Bitcoin oder möchte ich hier XRP behalten und so weiter. Das kann dann der Kunde im Prinzip selber entscheiden. Und die Idee von xRapid ist ja eigentlich die, dann, dass es irgendwann nicht mehr notwendig sein muss, dass man hier praktisch wieder aus der lokalen Währung hier rausgeht, sondern dann auch irgendwo die XRP dann behalten kann, weil ich kann ja das ja auch weiterverwenden, ich kann das ja auch weiter verschicken und so weiter, sozusagen als Weltleitwährung irgendwo dann im Zahlungsverkehr. Und es ist so, dass xRapid hier noch mehr Einsparungen verspricht. Also Ripple verspricht ja durch sein xCurrent-System schon Einsparungen von 40-70% gegenüber dem klassischen SWIFT-Zahlungssystem, das wir jetzt haben. Und durch xRapid ist es halt, ist man halt noch flexibler, sind Unternehmen noch flexibler, weil sie auch Kryptowährungen dann annehmen können. Also das heißt auch Bitcoin, Ethereum oder auch andere Kryptowährungen. Es spielt dann keine Rolle, weil ich hier dieses Intermedium XRP habe und das kann ich dann tauschen in Papiergeldwährung oder in eine Kryptowährung, was ich halt haben möchte. Und das ist so der große Vorteil von xRapid. Und xCurrent dient dann sozusagen als Türöffner für Ripple, um sein xRapid-System, also dann auch seine eigene Kryptowährung, hier auch ins Spiel zu bringen. Und das ist eigentlich die Grundidee von Ripple, die da dahinter steht. Und dann gibt es natürlich auch noch ein drittes Produkt, das heißt xVia. Und xVia ist praktisch ja eine Art Schnittstelle, eine Art Benutzeroberfläche, das mir erlaubt oder Banken erlaubt, praktisch hier ja, Zahlungen weiterzuverfolgen und auch Rechnungen auszustellen. Und das Ganze soll das Ganze für Nutzer praktisch noch mehr vereinfachen, um Zahlungen zu verfolgen und um Rechnungen auszustellen. Das ist so das, was Ripple mit seinen drei Produkten hier plant und vorhat und umsetzen möchte. Dann hätte mich natürlich auch eure Meinung zu dem ganzen Thema interessiert. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass Ripple hier SWIFT deutlich Marktanteile abnehmen kann? Dazu muss man sagen,
Also Swift ist hier nach wie vor sehr dominant. Also es werden rund 27 Millionen Nachrichten über das Swift-System pro Tag versendet und Zahlungsvolumen, das pro Tag über Swift läuft, beträgt so momentan 5 Billionen US-Dollar, also nicht Milliarden, sondern 5 Billionen, also doch schon eine gewaltige Summe. Und XRapid oder XRP steht halt hier noch sehr am Anfang. Also momentan beläuft sich das Handelsvolumen in XRP am Tag ungefähr auf die 200 bis 300 Millionen US-Dollar. Also das ist fast nichts im Vergleich zu diesen Summen, die über Swift nach wie vor bewegt werden. Und Swift schläft natürlich auch nicht, sondern versucht hier auch sein System hier weiterzuentwickeln. Also meine Bank zum Beispiel erlaubt seit Anfang September hier zum Beispiel echt Zeitüberweisungen. Das Ganze kostet aber 1 Euro. Also das bedeutet, wenn ich hier schnell 10 Euro an einen Freund oder so verschicken möchte, dann bin ich hier mit 10% Gebühren praktisch hier dabei. Und das ist natürlich schon ja, ein bisschen teuer, wenn ich hier jetzt XRapid oder so verwenden, also XRP verwenden würde, würde ich hier deutlich günstiger wegkommen, weil das Ganze bewegt sich hier in wenigen Cent-Bereichen, was die Zahlung dann letztendlich kostet. Aber gut, das ist so diese Ausgangslage momentan. Wie gesagt, glaubt ihr, dass hier Ripple tatsächlich eine Chance hat, Swift-Marktanteile abzunehmen, bitte eure Meinung hier in die Kommentarliste. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, wenn euch das Video gefallen hat, und ihr könnt natürlich auch meinen Kanal abonnieren und natürlich auch das Glöckchen drücken, wenn ihr wieder informiert werden wollt, wenn wieder was Neues von uns erscheint. Dann noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, also von uns gibt es ja diesen schriftlichen Krypto-Report und den könnt ihr kostenlos und unverbindlich haben, erscheint einmal die Woche. Ihr tragt euch einfach mit eurer E-Mail-Adresse ein und damit bekommt ihr einmal in der Woche, werdet ihr informiert, was sich in dem Kryptobereich so tut. Das wäre es eigentlich so in Kürze von mir, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.